Hallöchen! Hallöchen, meine lieben Freunde, und ja, herzlich willkommen zum YouTube-Pokal. Und Infovideo. naja, sozusagen YouTube-Pokal-Infovideo. Wir haben ja jetzt, glaube ich, warte mal, Leute. Ich glaube, wir haben die Storch. Ich glaub, wir haben, was war das jetzt denn? Das war das Rückspiel, die wir am Freitag, meine lieben Freunde. Und Freitag haben wir, ja. Und es tut uns sehr, sehr leid, dass es Freitag ist. Und halt das Rückspiel gegen Portugal, also das Hinspiel gegen wie aus? Das wisst ihr ja, das habt ihr ja gerade, habt ihr ja letztens gesehen am Dienstag. Das Rückspiel haben wir leider nicht richtig aufgezeichnet, deswegen müssen wir jetzt leider dieses Infovideo rausbringen und halt sagen, wie es ausging. Und ich weiß es nicht ganz. Also definitiv kann ich euch sagen, wir sind weiter. Warte mal, Wir sind also, wir sind eigentlich wäre es einfach. ja logisch, wenn wir wissen, wie ging das Hinspiel auf. Dann könnte man ja Apokalypsen Ich wieder will euch jetzt nicht deine ganzen aufspielen. Videos angucken, Alter. Guck jetzt rein, Also, meine aber. lieben Freunde, das ist ja jetzt eigentlich auch wurscht. Sagen wir mal aus, sagen wir es mal so: Wir haben 5-3 irgendwie so gewonnen oder Sagen 5-4. wir im nächsten Video. Nächstes Video. Das nächste Video ist schon lange gedreht. Ja, das nächste Video, was dann kommt, also Halbfinale. Ja, im Halbfinale, genau, im Halbfinale. Im Halbfinale müsst ihr einschalten, meine lieben Freunde, da seht ihr das. Und also da hört ihr nochmal alle Informationen im Halbfinale. Also definitiv. Leute, das tut mir jetzt auch sehr leid, weil wenn wir jetzt sagen, wir. Oh, wenn wir jetzt sagen, wir sagen das im Halbfinale, dann ist es doch klar, dass wir schon lange im Halbfinale drin stehen, oder? Und meine lieben Freunde, die haben jetzt gerade das Achtelfinale gesehen. Die haben, okay, dann kann ich euch schon mal vorbereiten. Das, ihr seht auch das Viertelfinale. Das werden wir auch locker flockig gewinnen. Und im Halbfinale geht es dann weiter. Also ja, es dauert noch ein paar Wochen, bis es rauskommt. Aber Daumen hoch. Ja, also ich hätte jetzt eigentlich Apokalypse, dass wir einfach mal so locker flockig durch alles durchmarschieren. Ja, nee, aber es kann Ohne auch passieren, dass Interesse. die Videos alle ein bisschen spontan zeitiger rauskommen, weil wir einen neuen Upload-Plan, wie in der Kanalbeschreibung schon drin ist, ab den 28. September 2015 kommt nämlich Pokal nur noch einmal raus. Und eigentlich ist da ist in dieser Woche das Hinspiel vom Finale, logischerweise. So wie ich es mir ausgerechnet habe in der Birne, aber ich weiß noch nicht, dass wir das vielleicht schnell alles rauskloppen, weil der YouTube-Pokal Wenn ist ja. wir im Finale sind. Der YouTube-Pokal. Wenn wir, genau, wenn wir im Finale sind, stimmt das. Gegen die Gut, Niederlande genau, das hätten verlieren wir. wir so eiskalt. Jo. Nee, und vielleicht werden wir im Finale ankommen und weil ich will ja auch keinen FIFA 15 Pokal hochladen, wenn jetzt hier, keine Ahnung, schon der 30. ist oder so, oder der 31. Nee, der 1. ist, der 1. Oktober, oder Oktober, ja, Oktober. Das wäre ein bisschen November, gruselig. Dezember. Sehr ein bisschen gruselig. Alles, wenn wir das ein bisschen später, weil ja, ist ja schon FIFA 16 raus und so. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt mein kleines Infovideo. Und es wäre wunderschön, wenn ihr einen Daumen hoch lässt, da lasst, da lasst, da lasst, abonnieren und in die wunderschöne Videobeschreibung reinschaut und weiterhin auf YouTube unseren wunderschönen Kanal anschaut. Tabla guckt mich ganz böse oder komischerweise an. Das ist sehr gruselig. Wir haben gerade unsere wunderschöne Pause vom YouTube. So, hat so eine kleine Pause sozusagen, weil wir gerade ein bisschen Mittag machen und dann läuft es auch wieder weiter mit YouTube. Und ja, wir bedanken uns, dass ihr mal wieder dabei wart bei diesem kleinen Infovideo. Und eigentlich weiß ich jetzt nicht, es kann passieren, dass bei diesem Infovideo, was ihr gerade seht, dass das Video, was jetzt weg ist, auch weg ist und sogar schon das Viertelfinale-Video heute hochkommt. Also es kann passieren, dass heute das Viertelfinale schon hochkommt. Müsst ihr mal einfach reinschauen, ein paar Stunden später, wenn dieses Video hier veröffentlicht ist. Ich bedanke mich, wenn auch noch eine kleine Information an euch. Dieses Video, das Viertelfinale, ist das in der Kanalbeschreibung. Nein, in der Videobeschreibung, der Link dazu drin. Meine Freunde, also Daumen hoch lassen und wir sagen, Tschüss. genau.